Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Regensburgerinnen und Regensburger, mein Name ist Vera Lenger und ich werde Ihnen gemeinsam mit meinen Kollegen Ulrich Wieler vom Planungsbüro Umbau Stadt und Mario Zech vom Verkehrsplanungsbüro Städteplanung in den folgenden Videos Neuigkeiten zum Regensburger ISEC Zentrale Altstadt erzählen. Das ISEC, kurz für Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept, ist ein Instrument der Stadtplanung und fasst die Entwicklungsmöglichkeiten für die zentrale Altstadt zusammen. Es untersucht den Planungsraum in all seinen Facetten und nach Themenbereichen, das heißt von Architektur und Städtebau über Verkehr, den Einzelhandel, den öffentlichen Raum bis hin zum Lebensumfeld und eruiert dann Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft. Das ISEC soll mithilfe dieser umfangreichen Bestandsaufnahme und Analyse Ziele und Handlungsempfehlungen für die kommenden 10 bis 15 Jahre für die Regensburger Altstadt aussprechen. Wie Sie aber sicher auch wissen, gibt es für Regensburg und besonders auch für die Altstadt bereits einige weitere Untersuchungen, besonders auch zu den unterschiedlichsten Themenbereichen aus den vergangenen Jahren, die die Altstadt in gewisser Weise geformt und mancherorts auch neu gestaltet haben. Auch diese wurden für das ISEC herangezogen, auf ihre Aktualität geprüft und auch weitergedacht. Somit vereint das ISEC bereits bestehende und anstehende Ideen und konkretisiert, wo notwendig, auch neue Ziele und Orte der Veränderung. Hier sieht man das Untersuchungsgebiet zur zentralen Altstadt. Wir befinden uns zwischen Bahnhof und Donau, das heißt im historischen Zentrum von Regensburg. Die Altstadt besitzt einen gut erhaltenen mittelalterlichen Gebäudebestand und ist seit 2006 sogar Weltkulturerbestadt. Der ISEC-Untersuchungsbereich als Teil des Welterbegebiets umfasst insgesamt 260 Einzelbaudenkmäler. Für die Altstadt steht somit der Erhalt und die behutsame Weiterentwicklung im Vordergrund. Aktuelle Herausforderungen finden sich vor allem in den Erdgeschosszonen und im öffentlichen Raum. So sind die Themen Einzelhandel, Begrünung, auch der Klimaschutz und besonders die Aufenthaltsqualitäten in der Altstadt für alle unterschiedlichen Nutzergruppen, das sind zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder auch Seniorinnen und Senioren, näher zu betrachten. Das ISEC arbeitet zwischen der übergeordneten gesamtstädtischen Ebene mit seinen vielen formellen und auch informellen Planungsinstrumentarien und Konzepten und der konkreten Vorhaben- und Projektebene. Das ISEC hat die Bestandsaufnahmen, die Analyse und auch die Durchsicht der vorliegenden Studien abgeschlossen und beschreibt das Untersuchungsgebiet der zentralen Altstadt in all seinen aktuellen Facetten und auch nach Themenbereichen. Das war vor allem wichtig, um städtebauliche Missstände festzustellen, aber auch die Stärken und Chancen für die Zukunft zu definieren. Diese werden in Zielen, Leitlinien und auch Handlungsfeldern neu definiert und durch Maßnahmen und Projekte umgesetzt. Welche Themen und Orte besonderen Handlungsbedarf besitzen und in Zukunft auch neu gedacht werden sollen, wurde anhand einer umfangreichen Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung erhoben. Das Concept Board, ein gemeinsamer Online-Arbeitstisch, bildet dabei die wesentliche Schnittstelle zwischen dem Planungsteam und der lokalen Bewohnerschaft. Aber auch die Befragungen und der gemeinsame Spaziergang im Sommer 2021 haben nochmals brisante Themen sowie wichtige Orte und Plätze in der Altstadt thematisiert. Mit diesen zahlreichen Hinweisen und Ideen aus der Bevölkerung können nun die nächsten Entwicklungsschritte weitergestrickt werden. Wie es mit dem ISEC zur zentralen Altstadt Regensburg weitergeht, beziehungsweise welche Ziele und Ideen für die Zukunft definiert worden sind, finden Sie in den nachfolgenden Videos, beziehungsweise auf der gemeinsamen Arbeitsplattform, dem Concept Board. Alle Links und zusätzlichen Informationen sind außerdem in der Videobeschreibung und auf regensburg.de erfasst.